Hallo und willkommen zum 20. Part von Red Dead Redemption 2. Hier im letzten Part haben wir Hosea getroffen und müssen jetzt nach Carmody Dell, wo wir den Cousin dieses komischen Typen, der angeheiratete Cousin, ausrauben sollen. Come on, Hosea. That fella's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot, defense lines, and coaches, that's easy money for us. Alles klar. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Ja, da hat er recht. Tippe im Rhythmus des Galopps seines Pferdes auf X, um Ausdauerverlust zu verhindern. Ja, das Pferd kann ja doch schnell sein. Ja, aber hallo. Hätte ich das gewusst? Oh. Hätte ich das gewusst, hätte ich da beim einen Part, wo wir den Kollegen mit dem Pferd einholen mussten, locker geschafft. So, komm, die Aussauer. Jetzt wieder ein bisschen schlechter vom Pferd. Lade auf das Zeug. Wir sind ja eh schon da. So. Oh, Hosea ist schon da. Alles klar. Let's see what we're dealing with. Come on. Komm, nimm das Gewehr. Sehr gut. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. So, wo ist denn die Scheune? Ach so, okay. Einfach ein einzelnes Haus. Let's take a quick look at the place. So. Wo ist denn das Fernglas? Ah, hier Gegenstände. So. Anyone around? Ja, da ist jemand. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract him by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Wir machen es jetzt. Let's do it now. Sure. Sure. Right, don't follow me. Wait until I have them distracted outside. So. Oh shit. Sollten uns nicht so bemerkbar machen. So, mal gucken, was wir so rausholen können. My good man! My good young man. Fairly well, fairly well. 45 Dollar müssen wir stehlen. Sure is. Get him down. Please get him down here. Get lost, mister. I was lost. For many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Sure. To meet you. I was just chatting with you. So. You selling something, partner? Great. Durchsuchen wir das Zeugs mal. Das war schon alles.
da hier nicht noch mehr Sachen kommen da. Wenn sie mir Probleme machen, töte ich sie einfach. Hier ist sicher was Schönes drin. Okay, Arthur hat keinen Bock. Ginseng-Elixier. Alles klar. Ein Armband. Ohne Platin-Taschenuhr, die ist gut was wert. $12. So, die Hälfte haben wir. Was habt ihr Schönes in der Truhe? Geldscheinklammer. Münzbeutel. Saubere Sache. So. Hier ist noch eine Truhe. Perlenkette. So, noch $7 brauchen wir. Da, Thomas. Begib dich ungesehen zur Scheune. Wo sind sie denn? Da drüben, ne? Geht das? Oh, so, wir sind vorbeigekommen. Komm, geh rein, Arthur. Ist geschlossen. Warte in der Scheune auf Hosea. Alles klar. Und was ist mit meinem Pferd? Schöne Kutsche. Ja, losschneiden kann ich sie nicht. Ah, da kommt er. You done, Arthur? Yep. Okay, let's grab this stagecoach and get out of here. Get on, dear boy. Na gut, steige auf die Kutsche. Aber die Pferde. Nur mein Pferd nicht hier lassen. Come on, get on and let's head back. Ja, wie komme ich denn darauf? Ja, hat's Maul. Da steht nicht, wie ich auf die Kutsche drauf komme. Ja, ich steck fest. Oh, come on. So. Schöner Bug. Muss ich hier rauf, oder was? Auch nicht. Schön, dass das Spiel mir nicht sagen will, wie ich da drauf muss. Sehr schön. Ah, mit Dreieck, super. Bring die Kutsche zur Emerald Ranch zurück. Und tschüss. Ja, da war jemand an eurer Truhe. Oh, die Pferde kommen automatisch. Ui, ui, ui. Sehr schön. Oh, ich bin kein guter Kutschenführer.
Must have left the dresser open. Slow it down a bit. Gar nicht slow it down. Oh shit! Hoppala, dumme Leibpferdchen. Komm, steh auf. Let's go. No doubt. I won't forget that in a hurry. Hey, slow it down. Also wenn es die Pferde nochmal oben haut, dann sind es die falschen Pferde. Ja, macht nichts, sie sind ja nicht unsere Pferde. Fahr die Kutsche in die Scheune. Komm, Hund, geh weg. Ja. Bist du ein dummer Hund? Hallo, Seamus. Wir haben deine Cousins getroffen. Wie war es? Fine. Nice people. Hm. Ja. Park that thing in here. Quickly. Can you get us out of here? Hoppala. This ain't the time for a break, Arthur. Ja. Get on, Arthur. Ich. We don't have time to mess around here. Ich muss die Kutsche drehen. Ja. Komm, Pferdchen, geh auf die Seite. Well done, Arthur. Ja. Easy, Arthur. Alter, du bist so ein dummes Pferd, ne? Du bist sogar noch meins. Du bist wirklich dumm. Warum geht der Scheiß nicht schneller? Eieiei. Komm schon, lauf ein bisschen. Gut. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Jupp, ich komm mit. Sure. Nee! Shit, ich wollte ja nicht ins Camp. Ich habe noch zwei Missionen hier. Ach, scheiße. Na gut. Machen wir die ein anderes Mal. Machen wir die ein anderes Mal. Ja, das ging jetzt halt schnell, bis wir wieder in Horseshoe Overlook waren, aber was soll's. Wir hatten ein bisschen Action, wir hatten Spaß. $300 Bonus. 75 mein Anteil. Plündere alles in Carmadidel. Lass dich nicht entdecken. Bring den Wagen innerhalb von 1 Minute und 10 Sekunden zur Ranch. Gesamtbeute, 150 ist für die Bande. 75 für Hosea, 75 für mich. 150 für die Bande. Gut. Das ist gut. Besuche Hehler, um Wertsachen zu verkaufen, illegale Waren zu kaufen und ein Amulett oder einen Talisman herzustellen. Gut. Ja, was mache ich jetzt eigentlich hier, ne? Wir müssen die nächste Mission suchen. Da hätten wir 2 gehabt, beziehungsweise 3 hier. Black Bell wäre noch da gewesen. Jo, gehen wir zu Javier oder retten wir Micah? Dutch hat dich gebeten, Micah aus dem Gefängnis in Strawberry zu befreien. Ja, machen wir das. Jetzt will ich mal gucken, ob ich speichern kann.
Kann ich? Dann machen wir das. Wenn ich gucken, wie viel Prozent ich vom Spiel durch habe. Wahrscheinlich etwa 14 oder so. Na, 13. 1% in 3 Parts. Läuft. Gut. Das war's jetzt für den heutigen Part. Im nächsten Part gehen wir dann nach Strawberry, suchen Micah. Und dann gucken wir mal, was wir so machen können. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.